Und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, Nacht und für alle, die es noch werden möchten oder es vielleicht im Jahr 2018, genauer gesagt am 14. Juli 2018, es war ein Samstag, es war ein großartiger Tag, denn die Nummer 38 für August, Lego Star Wars von Blue Oceans Verlag in Kombination mit Disney, ist dieser wunderbare Proben, na, das rausbringen, Druide herausgekommen. Der ist wunderbar prächtig, besteht aus 26 Teilen. Und was macht ein Proben-Druide? Na, er sucht Proben. Er sucht Proben von wunderbaren Rohstoffen und ja, hilft den Menschen, wo er kann. Er ist einfach nett, das sieht man, dass er vier Pistolen da hat. Das schaut einfach ein bisschen komisch aus, kann man nicht anders sagen, aber er fliegt. Und ja, hat vier, Gott sei Dank, keine vier Schuhe. Wunderbar prächtig. Der geht einmal kurz auf Probensuche. So, dann blättern wir noch kurz das Heft durch. Gut, so atemberaubend. Es war ja damals auch schon wunderbar. Seien wir sie ehrlich, in Österreich für 4,40 € erschienen. Man merkt, dass das schon ein Randl her ist. Werbung für Super Mario Tennis Aces. Da haben wir wunderbare Comics, die für ältere Menschen vor allem gerichtet ist, weil die haben da einfach viel Spaß. Lego City, man bekommt dann einen Polizist mit einem coolen Motorrad. Wenn es ein uncooles Motorrad ist, das kann man nicht machen. Das kannst du nicht bringen. Ein wunderbares Poster. Auch ganz großartig. Da sieht man ein paar Sets von damals, auch die Microfighters, aber die haben mich jetzt gar nicht so wirklich interessiert. Da haben wir ein paar Rätsel. Da haben wir die wahnsinnig lange Bauanleitung für den Druiden auf Suchmission. Wird er es schaffen? Wir werden es leider nie erfahren. Wir werden es nie erfahren. Das habe ich gemalt. So, und der zweite Beweis, dass das Ganze schon ein bisschen länger her ist. Denn Werbung für Nexonites Heft ab dem 24. Juli im Handel. Es ist ganz großartig, es war ganz großartig, denn Clay mit einem Flammenschwert, ich meine, setzt man nicht besser, da muss man zuschlagen. So, kurzes Fazit dazu, weil, ja, was will man mehr erzählen? Ich finde das Ganze eigentlich relativ cool. 4,40 €, so wie es damals war, wäre es mir persönlich nicht wert. Ich habe das Ganze in einem Bundle gekauft, gemeinsam mit einem anderen Heft, zu einem sensationellen Sparpreis. Und da schaut die ganze Sache dann schon wieder ein bisschen anders aus. Aber jeder, wie er möchte. Ja, es ist der sehr kurze Bauspaß für die schmale Mark. Es ist ganz großartig. Wir riechen, schmecken, fühlen uns im nächsten Video. Deshalb Tüdelü.